Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch einen Tabak vorstellen, den ich das letzte Mal vor etwas über 20 Jahren in meiner Pfeife hatte und von dem ich dachte, dass es jetzt nach zwei Jahrzehnten Zeit wird, ihn wieder einmal zu probieren. Mal schauen, wie ihr mir zusagt. Es geht konkret um diesen Tabak hier. Hier ist das gute Zeug nochmal. Es ist aus dem Hause MacBaren, der Harmony Ready Wrapped. Und zwar in diesem Fall handelt es sich ganz konkret um einen Ready Wrapped Burley Tabak. Dieser Tabak hier basiert wirklich auf Burley Tabaken und hat halt eben nur ein klein wenig Virginia drin, um ihm noch ein bisschen zusätzliche Süße zu verreichen. Und von daher dachte ich, ist es an der Zeit, ihm einfach nochmal eine Chance zu geben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er mir vor über 20 Jahren zugesagt hat. Die erste Pfeife habe ich jetzt schon geraucht, jetzt komme ich zur zweiten Pfeife fürs Review und in gewohnter Weise, bevor ich auf den Tabak selbst eingehe, würde ich sagen, schauen wir uns doch erst einmal kurz an, wie er in dem Pouch daherkommt, schauen wir uns nochmal kurz die Pfeife an, aus der ich ihn jetzt rauchen werde und gehen dann gemütlich zum Review über. Hier kann man wirklich sehr schön erkennen, dass es sich um einen klassischen Ready Rubbed handelt. Hier basiert er allerdings auf Burley Tabaken und enthält nur, wie man auch sehen kann, immer wieder ein paar kleine Fetzen eines hellen Virginias, der vermutlich doch ein bisschen der Süße beitragen soll. Und zudem halt eben auch noch den sogenannten MacBaren Cavendish, der in der Regel ein wenig mit Honig oder mit Ahornsirup aromatisiert ist. Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, diese Petersen Modell 302 zu rauchen. Die kommt mit einem wirklich gut mittleren Füllvolumen daher. Ist ideal geeignet für Flakes oder auch für Ready Rub Mixtures. Und im konkreten Fall habe ich aus dem Ready Rub lediglich ein kleines Päckchen geknüllt, habe dieses vorsichtig in die Pfeife eingedreht, oben leicht angestopft oder leicht angedrückt und dafür Sorge getragen, dass noch ein bisschen Platz zum Rand bleibt, da sich der Tabak mit Wahrscheinlichkeit entsprechend aufbäumen wird. So, hier ist die Pfeife. Die Petersen 302 mit einem mittleren Füllvolumen und entgegen der üblichen Petersen Modelle nicht mit einem Lippenbiss, sondern mit einem Normalbiss. Und von daher gehen wir ins Eingemachte, kommen wir zum Review. Was auf jeden Fall auffällt, der Tabak nimmt die Glut sehr, sehr gut an und ist also folgerichtig auch sehr, sehr gut konditioniert. Und entgegen der Virginia-Tabake, die ich in der letzten Zeit hauptsächlich geraucht habe, kommt dieser von Anfang an auch geschmacklich gleich um einige Nummern kräftiger daher. Er hat sich nur ein klein wenig aufgebäumt. Ich habe die Oberfläche auch gerade schon wieder geglättet. Kommen wir also zum Nachfeuern. Einfach nur, damit die Oberfläche gleichmäßig glimmt. Von Anfang an merkt man, der Tabak ist relativ kräftig.
Er wird auf dem Pouch angegeben mit einer Stärke, das kann man hier ganz gut an Balken erkennen, von 3 bis 5, also von 3 von 5. Und eine Raumnote von 2 und eine Aromatisierung von 2. Und man merkt halt schon, der Tabak hat ein bisschen Dampf dahinter. Er hat eine gewisse Würze, finde ich. Er wird hier umschrieben mit einem Hauch von Honig und mit einer schokoladigen Note. Der Hauch von Honig. Könnte eventuell von dem sogenannten McBaron Cavendish herrühren, von dem ja einige nachsagen, dass er immer so grundsätzlich dieses McBaron-Aroma hat, sprich diese leichte Honignote mit sich bringt. Ich finde ihn sehr angenehm, aber er ist halt deutlich kräftiger als übliche Virginia Ready Rub Mixtures. Und ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit sich das heute Nacht dann beim Schlafen auswirken wird. Ich hatte ihn jetzt am Wochenende schon geraucht, das war aber tagsüber. Da habe ich jetzt also selbst nichts weiter festgestellt. Ich war quietschfidel wie immer. Allerdings lagen halt zwischen dem Rauchgenuss und der Schlafenszeit doch deutlich mehr Stunden, als ich es jetzt am frühen Abend habe. Das Aroma ist schwer zu definieren. Wie gesagt, diesen ganz, ganz dezenten Hauch von Honig kann man wahrnehmen, wenn man drauf achtet. Und auch diese leicht schokoladigen Noten, die vom Burley herrühren, sind wirklich ganz dezent zu verspüren. Es ist also wirklich nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man stopft die Pfeife und man schmeckt da richtig dann Kakao oder halt eben Honig heraus. Also wer mit dieser Vorstellung an diesen Tabak herangeht, der wird enttäuscht werden. In meinen Augen handelt es sich hierbei wirklich mehr oder weniger um einen naturbelassenen Tabak, eben um Burley, der hier absolut die Basis bildet, ein wenig Virginia, um ihm noch ein bisschen zusätzliche Süße zu geben. Und ich finde, dass eben dieser McBaron Cavendish, der hier enthalten ist, dass der höchstens so ein bisschen zur harmonischen Abrundung, was ja auch im Namen Harmony mit drin steckt, zur harmonischen Abrundung dient. Was mir hier ein bisschen mehr vorkommt, mehr noch als das Schokoladige, das sind so diese nussigen Töne, finde ich. Also jetzt, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt hier eine Art Nutella ohne Zucker im Mund, beim besten Willen nicht. Aber nussige Aromen kann ich hier deutlich besser verspüren als die versprochenen schokoladigen Noten. Und auch beim Abgang durch die Nase spürt man dieses nussige, leicht würzige Aroma. Und auch von der Schokolade ist jetzt hier nicht wirklich was zu vernehmen. Er ist wirklich lecker, aber nicht das oder nicht ganz das, was ich so von der Beschreibung her erwartet hätte.
was man hier vielleicht schon ganz gut sehen kann. Er brennt langsam und stetig runter. Und übrig bleibt auch am Ende wirklich nur diese hellgraue, beinahe weiße Asche. Wirklich guter Tabak. Aber aus meiner Hinsicht, aus meiner Meinung her, kein Tabak für Aromatenliebhaber. Es sei denn, es sind Aromatenliebhaber, die doch ganz gerne mal einen naturnahen oder sogar einen naturbelassenen Tabak rauchen möchten. Die Raumnote empfinde ich auch noch als angenehm. Eben halt Tabak echt, wie man so schön sagt. Ohne ein besonderes Flavor. Also ich finde es einfach nur angenehm. Und ich denke halt auch, dass es vielleicht gerade für die interessant sein dürfte, die doch auf ihre Umgebung ein wenig beim Rauchen Acht geben müssen. Und für einen Latakia-Liebhaber wird es vielleicht nicht unbedingt was sein. Auf der anderen Seite aber halt dieses Kräftige vom Burley, das hier drin zu verspüren ist beim Rauchen, dürfte dann eventuell doch mehr oder weniger auch für Latakia-Freunde vielleicht was sein, was man probieren könnte. Gehen wir halt auf den Versuch an. Also ich finde den Tabak alles in allem, finde ich ihn rund, finde ich ihn schon harmonisch. Also er macht dem Namen wirklich alle Ehre. Aber, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, er kommt nicht an das heran, was man vielleicht aufgrund der Beschreibung erwarten würde. Dieses Honigaroma, das beworben wird, ist wirklich nur ganz, ganz leicht zu verspüren. Dürfte daher nach meiner Meinung wirklich mit dem MacBaron Cavendish zusammenhängen. Und dieses Schokoladige, das beworben wird, was ja eigentlich typisch für den Burley auch ist, ist meiner Meinung nach hier wirklich mehr im Hintergrund. Man kann es wirklich kaum verspüren, sondern aus meiner Sicht überwiegen hier tatsächlich mehr so diese nussigen Aromen, die ja ebenfalls dem Burley zugesprochen werden. Meine Empfehlung daher auf jeden Fall, probiert ihn mal aus, ihr könnt nicht viel verkehrt machen. Und sollte euch der Tabak wieder erwarten, es doch nicht zu sagen. Einen guten Burley-Tabak kann man jederzeit mit einem guten Virginia kombinieren oder aber halt auch mit einem guten Black Cavendish kombinieren, um das Ganze ein bisschen runter zu kriegen. Und von daher ist er zum Untermischen allemal zur Not noch geeignet. Ich bin schon gespannt, wer von euch den MacBaron Harmony Ready Rubbed selbst schon geraucht hat oder ihn vielleicht sogar regelmäßig raucht. Ich bin auf eure Meinung, auf eure Eindrücke gespannt. Danke euch in gewohnter Weise für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Happy Puffing, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.